Ja, grüß Gott. Ja, ich bin eine Nonne. Und darum habe ich euch heute drei Bibelstellen mitgebracht, die ich glaube, dass die sehr, sehr gut passen. Das erste ist reine Poesie, Psalm 8, die Würde des Menschen. Der Beter fragt Gott: Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und seiner dich annimmst? Du hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Und ich habe genau nachgeschaut. Es steht nicht, du hast die Österreicher mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Und da steht der Mensch, jeder Mensch, ohne Ausnahme. Und das ist ein Vers, den ich sehr liebe, bete ihn seit 40 Jahren. Und das beinhaltet dieses große Alle. Ich glaube, man kann nicht an Gott glauben ohne das große Alle. Alle sind Kinder Gottes. Alle sind geliebt. Alle sind Königskinder. Alle haben Würde. Alle haben das Recht auf ein gutes Leben. Ich glaube, Gott denkt alle. Und wir sollten endlich auch alle denken. Und nicht Österreich, Österreich, Österreich. Die zweite Bibelstelle ist ein Satz von Jesus, der angegriffen wird von den Gesetzestreuen, weil er was tut, was verboten ist laut Gesetz. Er hilft am Sabbat, obwohl es verboten ist. Und er sagt nur einen Satz. Er sagt, der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Gesetze sind für den Menschen da und nicht der Mensch, um Gesetze einzuhalten. Da bringt er das in einem einzigen Satz alles auf den Punkt. Und wir sollten überlegen, ob wir nicht genauso handeln sollten. Es ist anstrengender. Aber dieser Satz, den sollte man wie eine gute Seife behandeln. Immer wieder anwenden. Es steht nämlich im Evangelium noch ein anderer Satz. Der heißt, nach diesem, wir haben ein Gesetz und nach diesem Gesetz muss er sterben. Wir können Gesetze so oder so anwenden. Aber wir sollten bedenken, dass das Folgen hat. Folgen hat für die Menschen, die es betrifft. Für die Diener, die jetzt in Georgien ist, in einem fremden Land. Für die Flüchtlinge, der Balkanroute, auf Lesbos und überall. Es hat fatale Sorgen, Folgen für diese Menschen. Aber es hat auch Folgen für uns. Der Augustinus hat einmal einen genialen Satz gesagt. Er hat gesagt, so etwas Böses kannst du deinem Nächsten gar nicht antun, dass das dann schlimmer wäre, wie die Zerstörung, die du da in deinem eigenen Herzen anrichtest. So etwas Böses kann Europa diesen Flüchtlingen gar nicht antun, dass das dann schlimmer wäre, wie die Zerstörung, die wir in der eigenen Gesellschaft anrichten. Dann kriegen wir einen gesellschaftlichen Klimawandel. Und ich glaube nicht, dass wir da Herzenserwärmung kriegen, sondern dann wird es eisig kalt. Und wir müssen dann auch in dieser Kälte leben. Die Frage, ob wir das wollen. Dann kommt noch das dritte aus dem fünften Buch Mose, wo es heißt, Gott kennt kein Ansehen der Person. Er liebt den Fremden, er gibt ihm Nahrung und Kleidung. Und du sollst den Fremden auch lieben, denn in Ägypten warst du selber fremd. Das sollte man auch bedenken. Keiner hat die Garantie, dass ihm das nie passiert. Wenn wir diese Menschen ansehen, es könnten wir sein. Ich könnte in einem windgepeitschten Zelt irgendwo in Lesbos sitzen, frierend und verzweifelt. Mit welchem Verdienst habe ich das verdient, in Österreich geboren zu sein und nie Krieg
und nie Elend erlebt zu haben. Es könnten auch wir sein. Ich glaube, das sollte man bedenken, wenn wir dann überlegen, was wir tun. Der Mensch hat Würde, das Recht ist für uns Menschen da und es könnten auch wir sein. Ich glaube, die drei Dinge können uns helfen, wenn wir wissen wollen, was wir über Flüchtlinge denken, sprechen und tun. Da vielleicht noch eine kleine Anregung am Schluss. Vielleicht sollte man weniger von Flüchtlingen reden. Ich habe 30 Jahre lang mit Menschen mit Behinderung gearbeitet und habe vor ein paar Jahrzehnten die Diskussion mitbekommen, wo die Behinderten dann plötzlich gesagt haben, wir wollen nicht die Behinderten sein. Wir sind Menschen mit vielen Eigenschaften, unter anderem mit einer Behinderung. Vielleicht sollte man weniger von Flüchtlingen reden, sondern von Menschen, die gezwungen waren zu flüchten. Dann ist der Fokus wieder auf Mensch. Das, glaube ich, ist ganz was Wichtiges. Dankeschön.